Das ist super ungesund fürs Herz und alles. Also müsst ihr echt aufpassen. Das ist ein Selbstexperiment, das ihr nicht nachmachen dürft. 3, 2, 1. Also ich finde, das schmeckt eigentlich ganz geil, Digi. Richtige Frosch im Hals gehabt, oder was war das? Naja, was soll's. Was ist mit dem Pass? Onkel Monty ist sauer! Ich hab noch ein Leben. Didi, komm mal her zu Onkel Monty. Gött und Meuter. Gött und Meuter. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, sonst kommt Onkel Monty bei euch vorbei. Das Video. Das Beste an unserem Urlaub kam, bevor der Urlaub überhaupt angefangen hat. Der Zwischenstopp in Dubai. Sandfarbene Gassen, traditionelles Essen, bunte Stoffe und tolle Heute testen wir verbotene Spielsachen und Amazon-Produkte und starten direkt mit der Rollerblade Barbie. Thumbnail. Blades entzünden sich wie bei einem Feuerzeug. Und dann stehen einfach mal so Funken, what the fuck? Man hatte Schiss, dass Kinder damit ein Feuer entfachen können. Und deswegen wurde sie verboten. Ich bin gespannt, ob diese Schuhe wirklich abfackeln können. Aber hier sieht man das ganz eindeutig. Sie heißt übrigens Kira, steht hier oben drauf. Wieso muss ich mal sagen? Okay. Ich weiß nicht, ob das Ding gebraucht oder neu ist. Es sieht schon sehr... Nee, es ist, glaube ich, neu. Oh, das Ding ist, ich liebe diesen alten Geruch einfach. So Keller. Oh, das Ding wurde, glaube ich, noch nie ausgepackt. Da ist sogar eine Bürste dabei. Und sogar so kleine, so Handschuhe-mäßig. Geil. Okay, Kira ist befreit. Oh, das funktioniert wirklich. Ich kann das sogar hier probieren, auf diesem Papier, was ihr nicht machen solltet. Ich bin voll begeistert gerade. Könnt ihr sehen? Alter, kein Wunder ist das verboten. Du kannst echt was abfackeln. Ich bin so gehypt gerade. Einfach Feuerzeug. Klar ist das nichts für Kinder. Das ist Feuer. Krass. Und das wird heiß. Packt ihr den Boden nicht ab? Bevor wir zum nächsten verbotenen Spielzeug kommen, eine ganz kurze Unterbrechung. Auch wenn das Leben eines YouTubers manchmal wie das gechillteste überhaupt aussieht, wissen viele gar nicht, ja, wie aufwendig Content produzieren doch sein kann. Deshalb möchte ich euch heute etwas zeigen, das meinen Alltag wirklich revolutioniert hat. Die Rede ist natürlich von meinem treuen Begleiter, den Opera Internet Browser. Und ich übertreibe nicht, wenn ich euch sage, dass die Funktionen wirklich krank sind. Area, mein persönlicher Sidekick, der mir sofort klare Antworten liefert, wann immer ich sie brauche. Cool. Egal, ob ich schnell nach Fakten recherchiere, Daten abrufe oder einfach etwas wissen will. Area ist zur Stelle und spart mir eine Menge Zeit und Mühe. Absolut nices Feature. Ich kenne das Problem, ihr kennt das Problem, selbst Mamiko kennt das Problem. Man surft ein bisschen im Internet und boom, 1 Million Tabs. Hätte ich das... In manche Regionen Limonade ist heute dabei. Am 24.06.2024 kommt einfach mein Merch und meine Limo raus. Geht bei www.leonel.shop hier mal eingeblendet. Und jetzt machen wir mal weiter. Früher gewusst, dass man dieses Problem lösen kann, wäre ich viel früher umgestiegen. Tab Island ermöglicht, eure Tabs nach verschiedenen Arbeitsbereichen zu organisieren. Es ist wie eine kleine Insel für jede Aufgabe, die man gerade bearbeitet. Dadurch bleibt der Browser aufgeräumt und übersichtlich. Auch hier, Freunde, wir kennen es alle. Man hat eigentlich keine Lust, sich zusätzliche Add-ons von Drittanbietern zu installieren. Aber man ist doch irgendwie darauf angewiesen, weil man keinen Bock auf Werbung hat. Opera hat einen integrierten Adblocker, den man ganz smooth nach Belieben aktivieren und deaktivieren kann. Und das komplett kostenlos. Jetzt wird es brutal. Ihr kennt wahrscheinlich mittlerweile sämtliche
etliche VPN-Dienstleister, die es da draußen gibt. Aber wozu das Ganze? Wenn man dank Oprah sich die Kosten für privates und anonymes Surfen sparen kann. Das VPN-Add-on von Oprah hat so ziemlich dieselben Funktionen wie jeder VPN-Service. Wie anonymes Surfen oder dass deine Aktivitäten nicht gespeichert werden. Alles kostenlos. Alle Funktionen von Oprah aufzulisten, würde den Rahmen des kompletten Videos sprengen. Deswegen kurz im Schnelldurchlauf ein paar wichtige Features. Die Battery-Saver-Funktion von Oprah ist die integrierte Lösung, die die Akkulaufzeit eures Laptops verlängert, indem sie unnötige Hintergrundprozesse reduziert und die Leistung des Browsers optimiert. Auch cool. Mit der Workspaces-Funktion von Oprah könnt ihr Tabs in separate Arbeitsbereiche organisieren, was eine... Gefetzt einfach. Popping Candy. Irgendwie verstehe ich, warum man diese Süßigkeit auf Amazon verboten hat. Ich meine, die Dinger in den falschen Hals zu bekommen, kann echt gefährlich werden. Doch wie sauer sind sie wirklich? Oder komm, Mamiko. Mamiko, komm. Könnte was für dich dabei sein. Ach, das trinkt man. Was passiert, wenn man das einfach nicht trinkt, sondern isst? Dann ist es wahrscheinlich noch schlimmer. Erst trinken? Was sagst du? Erst trinken, oder? Mamiko sagt, wir sollen erst trinken. Oh! Das macht Geräusche! Warum macht das Geräusche? Sieht man das? Das spritzt auch so ein bisschen rum. Ach so, das ist nicht zum Trinken. Das ist halt Eistee-Geschmack, deswegen ist hier so Eistee drauf. Aber nicht, dass man das in Eistee tut. Oh! Da! Ja! Ja. Oh! Boah, aber, boah, wenn du schluckst, hast du es im... Mein Gott. Es prickelt im Gaumen. Oh mein Gott, ich höre das wirklich in meinem Gehirn. Was passiert, wenn wir mehrere auf einmal... Leute, kommt schon Hot Chip. Oh mein Gott.